Kanonen eure Ambitionen zum Schweigen bringen, denn er kann sich die Macht des Gesangs und des Meeres zunutze machen. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen hier Warhammer 2, das DLC, die Vampirküste. So, ich habe jetzt ein, zwei Runden weitergespielt, einfach nicht viel passiert ist. Jetzt hat er zu früh angefangen mit Quatschen. Das verlorene Seemannslied, Seefahrer aller Zeitalter haben Lieder mit großer Wirkung gesungen, um ihre Schützen und ihre Enterbesatzung in der Schlacht zu stärken. Das mächtigste dieser Lieder lässt sich selbststrebend auch am schwersten erlangen. Achso. Das verlorene Seemannslied, in ihm wohnt Kraft inne, das Seeungeheuer Amana. Oh, in der Kampagne des Augen des Malstroms zu töten. Ihr könnt Strophen, Seemannslied mit euch an euch reißen, indem ihr mehr Ruhm erlangt. Famie, keine Ahnung. Ruhmbesitzer. Könnte auch Verruchtheit, glaube ich, sein, ne? Ist egal. Ja, gut. Was haben wir hier? Verlorene Seemannslied. Wir müssen mal auf die Nase hauen. Da hinten irgendwas, okay. So, die sind jetzt zusammen. Und Schutzgelderpressung haben wir erforscht. Legendäre Piratenschiffe. Auch da hinten. Okay. Und Amana erhebt sich und nicht bei uns. Knapp, wird aber näher. Und zwar, die haben jetzt eine neue Fraktion gebildet. Was ich mich jetzt frage, Diplomatie. Sind das jetzt Feinde von mir? Aber wir sind nicht im Krieg. Okay. Dann haben die Tlax verloren. Tlax haben die Ratten eingenommen. Und dann kam Tommy Armstrong. Ist das auch einer von denen hier? Ich weiß nicht, wer das sein soll. Achso, hier sieht man, wer die Strophen hat. Den müssen wir töten. Oder die müssen wir töten. Hm? Dann hat uns, also ich weiß nicht, wer das ist. Ich mache ihn einfach platt irgendwann. Dann hat uns er hier... Nee, der da. Der Ork hat uns den Krieg erklärt. Ashuk der Blutige ist er in den Top 10. Ashuk der Blutige ist auf Platz 15. Darum rennt gerade hier mein, unser Harkon. Rennt jetzt hier noch ein bisschen lang. Lassen wir ihn nochmal schnell was rekrutieren. Wir haben, ein, zwei monströse Sachen. Das habe ich mal zum Testen genommen. Was können wir noch rekrutieren? Ich glaube, ich könnte auch mal wieder... Na, es dauert vier Runden, das warte ich noch mal lieber. Ich bin am Überlegen, Sirenen haben mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Zwei Mörser. Ich würde sagen, den kicke ich eigentlich noch mal. Tut mir leid, auch wenn du schon so weit bist. Hochgelevelt bist. Oder war es die Elite-Einheit? Nee, ne? Dann raus. Haben mich bisher noch nicht so überzeugt. Die waren hier in diesen... von Total War, dieses Samurai-Spiel, ich komme gerade nicht auf den Namen, da gab es auch so Einheiten oder Napoleon, die waren definitiv fühlt effektiver. Die hatten wir ja auch noch nicht. Schwach gegen Panzerung, schnell voraus, ja. Das sind so Einheiten, die sterben, genau wie er hier. Ich hätte gern was Stabiles. Rüstungsdurchdringen gegen Infanterie verursacht entsetzten Schleier. Nahkampf 46. Waffenstärke war über 100. Körperlos. Also wenn ihr meint, schreibt mir mal in die Kommentare, was besser ist. Ob man die Sirenen einsetzen sollte oder nicht. Ich bin mir da sehr unsicher. Ich gehe lieber nochmal auf 1. Hey. Und dann nehmen wir mal zwei von denen. Und dann mal gucken, wie das wird. Ach, einen haben wir noch. Achso, wir haben kein Geld mehr. Das ist das Problem. Gut, dann kann der eine Runde warten. Und dann gehen wir auf See und dann, der hat 20, mit dem will ich mich nicht anlegen. Aber den Ork hauen wir dann locker auf die Nase. So, was können wir mal wieder lernen. Unterhalt, Mörser ist auch nicht schlecht. Schossschaden, ich gehe mal gerne auf Schaden. Munition. Ah, wir haben diese
Deckschützen haben wir noch gar nicht irgendwo gekauft. Hier konnte ich doch, glaube ich, irgendwo bauen. Ach, rote Deckpfeffer und Mais mag ich nicht. Mal Schluck. Cappuccino. Meisterschütze. Haut mich ja auch nicht so um. Bauzeit aller Gebäude, minus 35. Finde ich jetzt nicht schlimm. Bonus gegen Infanterie. 75%, ja, macht man mal selten. Öffentliche Ruhe. Komm, machen wir mal öffentliche Ruhe. So, wie sieht's mit dir aus? Obernsondeck. Er ist mir auch sehr treu, darauf muss man immer achten. So, jetzt weiß ich gar nicht, Tlaks, na gut, die sind jetzt mir nicht negativ gegenüber. Das heißt, ich würde sagen, bleibt mal zu Hause. Er sichert hier so die Ländereien. Und mit Hakon werden wir jetzt mal ein bisschen Piraten jagen gehen. Ah, hier haben sie auch die eine Stadt verloren. Und ich weiß gar nicht, wo die hin sollte. Glaube ich, da irgendwo ins Gebiet hin, ne? Fleet, Captain. Oh, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Hier unten irgendwo war das, ne? Ach, hier die Insel. Ja. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. So. Genau, die Insel war das. Teile der Acht. Oh, es kann sein, dass der Ork... Nee, ist nicht der Ork. Oder beide haben sogar Teile dabei. Das ist ja nett. Müssten alle beide sein. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erst um den Ork. Und wenn wir dann noch mutig sind, dann hauen wir mal den Dunkelelfen da rein auf den Kopf. Oh, jetzt spulen wir mal schneller vor. Don't waste my time, or I shall have you walk the plank. Will der denn? Den kenne ich doch gar nicht. Militärischer Zugang. Weiß gar nicht, wer du bist, aber... Du störst mich eigentlich nicht. Ja, komm, mach ich. So, hui. Ein Meer voller Gelegenheiten. Unterhaltungen mit mehreren gefangenen Admirälen haben Informationen zu verschiedenen möglichen Zielen geliefert. Die Zeit reicht nur für den Angriff auf das Ziel. Wir müssen, weise. Ja, keine Ahnung. Bretonische Sklaven der Dunkelelfen. Ah, komm, machen wir. So, der hat eine Eigenschaft erhalten. Das Textfeld nervt. Danke. Ach, das wollte ich gar nicht drücken. Interessiert mich auch nicht. So. Wo ist jetzt dieser Akon, hast du jetzt 20 Mann? Nee, immer noch nicht. Aber wir hatten kein Geld mehr. Was für ein Kanönchen hier. Können wir hier was bauen, Digga? Ich weiß nicht, ob wir auf See rekrutieren können. As you were. Man könnte es ja mal testen, aber ich glaube eher weniger. We will get there. Wir gehen einfach mal weiter. Haben wir hier irgendwas noch Tolles? Ja, komm, einfach mal Hellebarde hier noch. Ach komm, einfach dich nochmal, zack. Das reicht. So. Was ist denn das denn da? Artillerie. Ah, die hab ich noch gar nicht.
Der hat sogar bessere Einheiten. Ich bin am Überlegen, ob ich mir doch vielleicht die Stadt nehme. Vielleicht können wir ein bisschen Unruhe stiften. Fehlschlag. Na gut. Verwundet auch noch. Oh, super. Würde sagen, wir rüsten dich nochmal weiter auf. Viel Geld haben wir ja nicht mehr, aber lokal haben wir nichts. Global würde ich dir nochmal was empfehlen. Und die kriegst du auch nochmal ein. So. Dann weiter. Mal gucken, wo der Ork hingeschippert ist. Den jagen wir jetzt, den holen wir uns. Komm, machen wir ein bisschen schneller da. Offer you some blood-infused rum. Was will der Ork denn schon wieder von mir? Ja, nee, ich mach kein Schutzbündnis. Das kannst du ja ablehnen. Naja, kriege ich noch mit irgendwie einen Ärger wegen dir, weil du irgendwen angreifst? Nein, danke. Kill or be killed. Ein weiter Weg dahin, wo du musst. Wo können wir dir irgendwie was geben? Beraten? Irgendwas mit dann nischt. So. Was ist denn das da? Helden, wo kommt der Typ her, ey? Ist der Heldenart? So, bist du jetzt noch der Ork? Nee, ne? Reitmarschall Hukhoff. Hattest du nicht auch irgendwas? Reitmarschall Hukhoff hat einen Teil des Liedes. Ja, ja. Back to your ranks. Attacke? The dead walk. So, weil wir alle Schüsse sind. Speichern geht nicht. Nein! Speichern wir nochmal. Hallo. Fall in, Deckhands. Und du könntest noch starke Infanterie gebrauchen. Das ist auch schon wieder mit der Runde geschehen. Request what you will, but I answer to no one except myself. Ja, mit dir mache ich ein militärisches Bündnis. Weil der könnte nämlich, dann könnte man nämlich Tlax oder Itax oder wie sie heißen, da unten weiter platt machen. Itza war das, Itza. So, er greift uns an. Was hat er denn? Der hat natürlich erstmal alles aufgelevelt, ne? Der Reichsmarschall, der hat hier diese Barbaren-Berserker? Der kann Barbaren-Berserker rekrutieren? Barbaren-Champions? Das geht? Als Bretone? Geil. Hellebarde ist nicht schlecht. Die sind, haben eine kurze Reichweite, sind aber auch nicht schlecht.
Und dieser verfickte Drache, der macht mir jetzt schon... Es ist ja so halb menschlich, halb Barbaren da drinne. Na gut. Ich wollte es so. Gucken wir mal, was daraus wird. Na, die Karte gefällt mir jetzt schon mal nicht. Das ist wieder mit dieser Insel in der Mitte. Ich finde diese Karten, wenn man auf See kämpft, irgendwie scheiße. Also die sind immer dieselben irgendwie gefühlt. Wir haben quasi zwei Stück, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal gucken, aber die Wolfsmenschen waren auch hart. Das weiß ich auch noch. Ich überlege gerade, wie machen wir das am klügsten? Also der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten, die mir Angst machen. Die Hellebarden sind auch nicht schlecht. Das sind, glaube ich, Werfer. Ja. Die Kanonen. Wie kann ich die Kanonen umgehen? Vielleicht mit diesem Bomberding, diesem Flugding. Ich habe keine richtige Kavallerie. Das könnten meine Lightheim-Leute machen. So. Du warst hasserfüllt, ne? Ich weiß nicht, ob da ein Zauber bei war. Ich hätte es mir mal durchlesen müssen. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr. Aufstellung starten. Und ich komme nicht weiter zurück. Das ist doof, weil wir quasi schon ganz hinten sind. Wir könnten aber hier irgendwie... Nehmen die Ecke. So. Machen wir was ganz Abgefahrenes. Ihr seid mein Zentrum. So, dann. Ist hier weg. Falls große Einheiten kommen. Die Dicken kommen nochmal an die Seite. Und die variieren, bleiben erstmal hinten. Du kommst in die Mitte. Fell ist dabei. Verstärkt, man deckt alle, aber sonst nichts. Okay. Doch hier irgendwas. Malstrom, Krakensug. Kann ich gebrauchen. So, gucken, ob das so klappt, wie ich es mir denke. Starten. Erstmal dieses Flugvieh. Das geht mir so dermaßen jetzt schon auf den Sack. Da ist eine Kanone, auf die will ich haben. Okay. Ich habe die Einheiten extra hinten hingetan, damit die vielleicht... Achso, die eine wird eh schon gesehen. Scheiße. Egal. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. So, Queen. Ah, schade, kein Volltreffer. Na, kommt er an? Gut, der war gut. Den nächsten nochmal auf die Wölfe, bitte. Auch auf die Wölfe. Ah, das wären fast zwei Einheiten gewesen. Schade, 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 schade. So. So, kann ich mal ganz kurz auf Pause machen? Danke. Die Einheiten versuchen jetzt da ranzukommen. So.
alle Schützen auf diesen verschissenen Drachen. Na, kommt er an? Nee, schade. Was ist das für eine Einheit? So. Sollen wir mal ein Zauberchen machen? Hier nochmal auf die Hellebarden. Auf die nächste Kanone. Harkon, in den Kampf! Nein, du musst kämpfen. Sieht nicht so gut aus. Los, auf diese scheiß Wölfe da. Harkon, hol dir die scheiß Wölfe. Den Dichter tot, verdammt. Einheiten weiter auf dieses Fieder. Wo ist mein Bruder Harkon? Harkon, Mann, los, ab in den Kampf. Oder da hinten rein, ist auch ganz gut. Alle verstärken. So. Hier, jetzt töten wir da die Hellebarde. Habt ihr noch Bomben? Nee? Gut, dann habt ihr euer Sold erfüllt. Zieh ich mal zurück. So, Feuer. Harkon, hol dir den Boss da. Infanterie, rückt nach vorne, ihr macht das schon. So, haben gewonnen. War, finde ich, aber nicht so leicht. So, dann gönne ich mir nochmal einen Schluck Kapo. Das Dumme ist nur, wir haben jetzt so derbe Verluste, glaube ich, dass wir ihn nicht gleich ein zweites Mal angreifen können. Obwohl, wir können es versuchen.
Indem wir einfach eine Igel-Taktik fahren. Ein, zwei starke Einheiten haben wir noch. Dann verstärken wir uns und dann jagen wir die nochmal, damit sie endlich tot sind. Ich hoffe nur, dass er uns dann gleich nicht angreift. So. Zum Meeresgrund. Das Seemannslied gehört nun euch. Und ihr seid eurem Kampf gegen Amanar einen Schritt näher gekommen. Yippie-yay, Schweinebacke. So. Seemannslied. Erste Strophe. Interessiert mich nicht. Mission erteilt. Möglicherweise erhaltet ihr den großen Schatz. Das Rätsel des Raland. Ja, da bin ich doch schon dabei. Strophe des Seemannslied erlangt. Potzblitz, ihr habt eine Strophe des verlorenen Seemannslieds gefunden. Ja, weißt du doch. Fraktionsvernichtet. Brigaden des Mittenmeers. Und ja. Arkon hat sich verbessert. Wie? Das ist Schiff ist doch Geschichte. Das ist schön. Wer ist das hier? Luther Arkon. Ja, ich mach's mal ganz feige. Ich zieh mich erstmal zurück. In den Top 10 der Piraten ist einer weg, oder was? Genau. Eine Typ ist weg. So, was haben wir hier? Tödlicher Marsch. Deckwerfer, Deckwerfer. Verwesene Probe, da habe ich noch gar nicht. Freibeuter. Rekrutierungs. Oh, wir können endlich mal hier eine Bestie freischalten. Das ist auch nicht verkehrt. So. Was können wir hier rekrutieren in der Umgebung? Global ist natürlich scheiße. Nehmen wir den nochmal. Er ist nicht verkehrt. Und da müssen wir mal langsam irgendwie. Oh, einen Hellebardentypen brauche ich unbedingt. Ich glaube, dann machen wir erstmal den Platz hier zusammen. Mit Charlie. Und Charlie, müssen wir irgendwie die Treue noch verbessern. Aber ich glaube, das geht erst, wenn wir da loyal bis zum Ende, ab 30. So, den will ich auch behalten, weil Magier kann man immer gebrauchen. Beschwört eine verwesene Einheit. Das ist ja nicht doch. Ach, kann er eh schon. Wusste ich doch, sowas nehme ich immer gleich. Muss aus der Tiefe, ist ein Fluch. Stehe nicht so auf Flüche. Wie heißt der überhaupt? Plünderer des schäumenden Golfes. Noch nicht mal auf der Liste hier. Riten. Wenn ich Geld hätte, würde ich diesen Ritus machen und in jeder Armee, die beiden, die ich habe, nochmal extra nochmal eine Queen Beth kaufen, aber habe ich leider gerade nicht. So, die holde Maid da unten ist auch noch unterwegs. Ich würde sagen, ich positioniere mich erstmal ein, zwei Runden wieder und da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal weit wieder, wenn wir Tlax erneut einnehmen. Also, kommentieren, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.